Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, oder genauer gesagt Warptorio. Wir scheinen hier auf einem grünen Planeten gelandet zu sein. Da ist ein Nest. Da unten haben wir Kohle. Sieht so aus, als hätten wir jede Menge Kohle. Fragt sich, ob wir neben dem Rest hier noch was anderes haben. Ansonsten werden wir weiterziehen. Denn wir können gut eine Weile auf einem Planeten bleiben. Letztes Mal haben wir es über 2 Stunden geschafft. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die nötigen Ressourcen auch vorfinden. Und bis jetzt fehlt mir effektiv Eisen und Kupfer. Stein dürften wir etwas auf der Seite haben. Aber wenn wir kein Eisen oder Kupfer hier in der Nähe finden, dann heißt das weiterziehen. Es ist natürlich möglich, dass diese Felder unter unserer Plattform versteckt sind, denn die Welt oder die Welt wird generiert und erst dann wird die Warptorio-Struktur darüber platziert. Aber sieht nicht so aus, als hätten wir hier was Vernünftiges in unmittelbarer Nähe. Drum denke ich, ziehen wir einfach weiter auf den nächsten Planeten, bis wir was finden. Und wie ihr seht, die Corex-Anreicherung, die läuft. Da geht was rein und raus. Und auch hier unten im Keller produzieren wir. Nicht, dass wir forschen, weil keine blauen Fläschchen. Wir haben einiges an 250 gelbe und wir brauchen etwa 450 gelbe, um die Logistikforschung da machen zu können. Da brauchen wir noch etwas, aber ich denke, da kommen wir hin, bis wir Laserfeuerrate und Laserschaden geforscht haben. Also, dann springen wir weiter zum nächsten Planeten, der uns was Brauchbares liefern kann. Sieht so aus, als hätten wir hier einen Wüstenplanet mit etwas Bewaldung. Ist besser als nichts, denn wir können hier mal unsere Harvester aufstellen. Die Felder sind nicht groß. Was wir hauptsächlich brauchen, ist Öl. Und da oben ist irgendwo auch noch Kupfer. Kohle, meine ich. Hier im Wald versteckt. Machen. Brauchen wir nur noch Strom. Ist dann hoch.
wahrscheinlich ein bisschen Verteidigung. Kann nicht schaden. Und dann gehe ich mal schauen. Da hinten haben wir sogar etwas Uran. Aber ich gehe mal schauen, ob ich neben den Alien-Nestern ein vernünftig großes Ölfeld finde. Es sieht so aus, als wären wir hier auf einem Planeten gelandet, der reich an Uran ist. Aber da sind auch einige größere Nester in der Umgebung und kein Öl in Sicht. Und Öl, das ist das, was wir eher brauchen. Drum denke ich, werden wir hier in Kürze weiterziehen. Feels like home, das klingt gut. Das letzte Mal, als wir auf einem Planeten längere Zeit verweilt sind, war das dasselbe Pattern. Hier haben wir vernünftig große Felder direkt neben unserer Basis. Super, Kohle ist auch gleich da. Da müssen wir nicht weit wandern gehen. Ja, vielleicht zwei mehr. Und wenn dann unser Kohlespeicher voll ist, dann können wir ja immer noch Förderer abbauen. Stein schließe ich mal noch nicht an, aber ich pack mal den Teleporter ein. Und dann drehe ich meine Runde um Aliens und Öl zu finden. Und wir haben einen kleinen Ölpatch gefunden. Hier müssen wir einfach schauen, wie schließen wir das an, sodass wir das Ganze auch ranbringen. Und wie immer zu wenig von den Rohren. So, einmal Strom und dann brauchen wir Verteidigung. Und ich war noch nicht groß rum. Hier dieses Eck habe ich gemacht, aber ihr seht, da kommen sie von allen Seiten. Und vielleicht werden wir ein besseres Ölfeld finden. Vielleicht auch nicht. Aber wir können nun zumindest die Ölvorräte aufstocken, während ich mich um die restlichen Aliens kümmere. Die Tanks sind voll, so dass ich mich nun dem Uran widmen kann, und ich denke, ich nehme dieses Feld, ist etwas näher an der Basis. Und hier unten außenrum, das sind bereits große Nester.
werden wir schauen müssen, wie weit wir das zulassen. Und dann gehen wir da rasch rüber. Aufzubauen, wenn ich hier die richtigen Lücken finde. Machen wir doch dieses Mal etwas mehr Uran. Hier verbinden. Dann brauchen wir hier sowas. Reinlegen und dann das Ganze so abdecken und dann machen wir hier den Ausgang. Dann sollte das schön ankommen. Mit 450 gelben Fläschchen plus 12% Produktivität sollten wir es schaffen, nun diese Forschung durchzubringen. Da wird es wahrscheinlich wieder an den blauen klemmen. Aber wir werden sehen, wie viel gelbe wir am Ende dann noch übrig haben. Sehr gut! Logistiksystem ist geforscht. Ich möchte mal schauen, ob wir dann auch noch den machen können, denn dann können wir wirklich die Rüstung pimpen. Und wir haben hier noch ganz wenig gelbe Fläschchen im Labor. Oder in einem Labor inzwischen noch. Aber hier haben wir auch etwas auf der Seite. Und natürlich sind uns auch die blauen wieder ausgegangen. Und hier müssen wir auch ständig nachlegen, dass wir noch etwas gelbe produzieren. Wenn uns jedoch die gelben da dann effektiv auch ausgehen, dann können wir ja was anderes forschen. Was wir jetzt aber brauchen, ist ein bisschen Stahl, damit wir diese blauen Anforderungskisten machen können, denn die wollen wir hier haben. Da brauchen wir was. Da und da. Da und da. Und dann machen wir hier eine solche hin. Dann brauchen eigentlich nicht so viel Eisen, aber wir stellen das ein. 100 sollte genügen. Und dann hier brauchen wir rote Schaltkreise, da machen wir mal nur 50. Dann da fliegen die Roboter.
Hier brauchen wir. Nicht, dass der geliefert werden könnte, weil den gibt es nur oben. Aber vielleicht bekommen wir das jetzt ja irgendwie hin, dass wir den nach unten liefern. Dann kopieren wir das da rüber. Sehr gut. Hier wollen wir die und von denen da vielleicht 200. Und dann hier machen wir die Fläschchen rein. 200 und 200. Und dann hier die Militär und die blauen. Und dann hier, da kommen dann die violetten und die gelben. So. Und wenn dann alles anliegt, dann sollte auch alles funktionieren. Ah. Da oben fehlt noch eine rote Kiste. Wie ihr sehen könnt, ist uns Stein ausgegangen. Aber ich denke, das holen wir auf dem nächsten Planeten nach. Denn hier fehlen Fluggestelle. Ah, hier könnte ich das vielleicht auch noch so machen, dass die geliefert werden. Dass die geliefert werden. Ja, da brauchen wir nicht so viel. Und was war das dritte? Die, ja. Aber hier haben wir, sind wir dabei, Uranerz auf die Seite zu legen. Und hier oben habe ich auch eine Montagemaschine platziert, die uns die Uranbrennelemente baut. Und zwar das Ganze mit etwas Logistik. Hier auf dem Fließband lese ich die Menge aus und das muss halten sein. Und dann aktiviere ich diesen Greifer nur, wenn ich mehr als zwei von den Uran 235 auf dem Fließband habe, um sicherzustellen, dass diese Zentrifuge zuerst versorgt wird, bevor wir hier alles in Brennelemente umwandeln. Und dann, ich wollte noch Fluggestelle holen. Hier fehlen uns Motoren. Aber die haben wir ja hier in der Kiste. Und wie sieht es denn so aus? Wir werden von allen Seiten etwas angeknabbert. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so wild. Wir werden den Spuckern und so noch her. Aber ich denke, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange und dann ziehe ich weiter und dann sehen wir uns auf dem nächsten Planet. Also bis dann und tschüss!